Freunde! Mann! Boah, das ist schön abgekühlt, ey. Ist das geil. Gestern gedacht, immer verreckt, ey. Hammergeil, man weiß es aber nicht. Ich habe neuen Klingelton beim Firmenhandy, damit ich es auch mal höre. Quasi. Jo. Also, ich düse mal los. In aller Ruhe. Und dann schauen wir mal, wie es schaut. Bis dahin. Zwei nehmen oder? Mehr, oder? Ja, deswegen frage ich mich, warum du die langen Gabeln dran lässt. Ey. Ja, mir ist das wurscht, wie du willst, probier es aus. Ich denke, es wird nicht besser. Gut. Geht, muss nur. Heben wir mal ein bisschen höher. Ja, so geradeaus. Guck mal da, Junge. Langsam, langsam, langsam. Hoch. Machen wir höher. Viel höher. Ganz hoch. Genau, so, jetzt fahren wir. Gut. Jetzt kannst du ab. On the ass.
Some people say I'm kind of rough, but what the hell, I drive a truck. Yeah, I drive a truck. I can't seem to get enough of hauling big heavy loads across a thousand different roads. Ain't got no need to pray, I got religion every day. Es ist vollbracht. Es ist echt vollbracht. Guckt euch das an. Ey. 40 Grad. Wahnsinn. Wahnsinn, 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 ey. Mann. So, ich habe jetzt geladen. Fahre jetzt zurück auf den Hof. Lad da noch was dazu und fahr dann nach Gerstetten. Netto Gerstetten. Gerstetten. Morgen früh, 6:30 Termin, passt. Leute, das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Wenn das immer so weitergeht hier mit der Hitze, ich glaube, dann können wir uns irgendwann zu piep. Wahnsinn. Also, ich düse jetzt los. Schneide. Wir sehen uns, Freunde. Wir sehen uns. Hey Freunde, 40 Grad heute, jetzt immer noch um 6 Uhr 39 Grad. Okay, Klimaanlage hin und her, Standklima,
ist heute Morgen schon wieder ausgegangen, aber erst später. Ich weiß nicht, vielleicht ist da echt der Spannungswächter im Arsch oder was. Ich habe keine Ahnung. Oder es ist einfach zu warm. Oder es ist eine scheiß Standklima. Egal. Ja, ich habe in Bingen angeladen. Bin dann nach Dettelbach hier bei uns auf den Hof gefahren. Habe noch was zugeladen, eine Kleinigkeit. Und ja, werde jetzt mal wieder einen 15er anbrechen, um noch einigermaßen weit zu kommen. Ich denke, ich werde jetzt nochmal Richtung Ellwangen fahren, weil ich muss morgen früh, habe ich Termin in Gerstetten. Ja, dann möchte ich mal jemanden grüßen, und zwar, Moment, ich gucke mir das jetzt genau an. Und zwar ist das der Niklas. Der LKW-Opa, sei gegrüßt. Ich wünsche dir allzeit gute Fahrt, eine funktionierende Standklima in deinem Auto und danke für deinen Support. Ja, natürlich grüße ich auch alle anderen. Mittlerweile sind wir 1560, wenn ich richtig geguckt habe. Yes! Es wächst ständig nach oben. Ich bin sowas von begeistert und freue mich tierisch. Ich hoffe, dass das ja immer so anhält und alles so bleibt. Ey. Also ich düse jetzt los nach Ellwangen, und zwar genau in einer Minute, und mach da Feierabend. Ich sag Wicked, Peace, euer Mölli, bis morgen früh nach einer tropischen Nacht wahrscheinlich. Schauen wir mal. Also ciao. Thank you.
These walls been building in your mind. But you'll find a way to live these dreams you hold inside. You can't just live within your grasp, 'cause what's out of reach are all the things that you were meant to be. Ey, der Planet brennt schon wieder. Ne? Ich glaube, man sieht das ganz gut. Und zwar da. Leck mich am Arsch, ey. Was soll ich sagen, ey? Meine Standklima ist die vorgeschriebenen 9 Stunden voll durchgelaufen. Ey, ich bin sowas von begeistert. Mega geil. Ja. Muss man sich aber auch erstmal dran gewöhnen. Dass das Gebläse die ganze Nacht läuft. Aber ansonsten habe ich eigentlich ganz cool gepennt. Ja. Ich bin jetzt hier in Gerstetten fertig, hatte hier 6:30 und 7 Uhr Termin. Also zwei, separate Anlieferungen waren das. Haben die mich auf einmal reingenommen, was total cool ist. Also hier unten kann ich ruhig sagen, das Netto, ey, das ist echt zu empfehlen. Super nette Leute. Und ich habe hier noch nie Probleme gehabt, echt noch nie, und noch nie ein böses, doofes Wort oder so, echt cool. Danke euch, ne? Ja, ich gucke jetzt mal, dass ich mir noch einen Kaffee koche und dann gucke ich mal, was die Dispo loslässt. Ist ja auch schon Freitag heute und mal gucken, was es gibt. Die Surpreisung stirbt zuletzt, oder wie war das? Also, ich werde berichten. Bis dann. Möller, guten Morgen. Die Lea. Was denkst du mit Lea? Ja, ob du das Paket abgeliefert hast, du Vogel, ey. Ja,
Leute, ey, ich bin so durch. Ich bin echt so durch. Ich habe jetzt Holz geladen, beide Seiten auf. 3 Abladestellen am Montag gestapelt bis zum geht nicht mehr. Das war echt der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Aber ist es ja eigentlich immer, wenn man so einen Scheiß hat. Na, gerade am Freitag. Ich fahre jetzt, es ist 14 Uhr, fahre jetzt nach Hause. Hoffe ich zumindest, weil ich habe noch keine Antwort, aber ich gehe mal von aus, dass es meins sein sollte. Und bin, wenn es hochkommt, wenn es gut läuft, um 5 zu Hause. Ich wollte eigentlich noch in die Waschstraße fahren, ey. F you. You know. Dann war fertig geladen, Gurtsystem konnte ich super nutzen. War echt cool. Musste zwar die eine Seite aushängen, was nicht, ja, ich habe die falschen Winkel gehabt. Also ich habe Metallwinkel genommen und hätte die Plastikwinkel nehmen sollen. Dann wäre es einfacher gewesen, aber egal. Jetzt habe ich die eine Seite ausgehangen und ja, scheiß drauf. Ich düse jetzt los. Ich denke mal nicht, dass ich mich nochmal groß melden werde oder was jetzt. Vielleicht nochmal irgendwas Fahrtechnisches gleich und dann war es das Ganze. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gefallen, wie immer. Und lasst es euch gefallen, wie immer. Und Wicked, peace my friends, euer Mölli, bis Montag. Ach, ich bin so durch.